Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Das ist eine Veranstaltung des Literaturhauses Graz. Auf dem Programm steht eine Lesung, eine Präsentation des neuen Buches von Clemens J. Setz, Die Bienen und das Unsichtbare. Diese Präsentation haben wir jetzt, glaube ich, schon dreimal verschoben aus bekannten Gründen. Diesmal wollten wir es aber unbedingt auch online machen. Und das hat einen spezielleren Grund noch. Diese Veranstaltung steht in unserem Programm nicht allein, sondern sie ist gleichzeitig der Auftakt zu einem insgesamt dreitägigen Symposium zum Werk von Clemens J. Setz, das morgen mit einer ganzen Reihe von Vorträgen fortgesetzt wird. Wir haben in der Gesprächsrunde auch einen Experten für Esperanto und für Plansprachen. Dieses Buch, Die Bienen und das Unsichtbare, hat es ja mit diesen Themen zu tun. Bernhard Tuider vom Esperanto-Museum der Österreichischen Nationalbibliothek. Und ich darf jetzt gleich das Wort an Florian Barany übergeben, der uns durch diesen Abend führen wird. Ich wünsche vergnügliche Zeit und allerlei Wissenswertes über diesen doch etwas entlegenen Gegenstandsbereich. Ja, schönen guten Abend und vielen Dank an Klaus Kastberger an dieser Stelle. Clemens J. Setz ist ein Autor, den man eigentlich schon fast nicht mehr vorstellen muss. Ich versuche es trotzdem. Der 1982 geborene Grazer Autor hat sich mit seinen Romanen, Kurzgeschichten, Gedichten, Essays und Theaterstücken ins Zentrum der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur geschrieben. Dort bewohnt er gleichsam einen eigenen Bezirk, in dem das Absurde, Unheimliche, das Gelehrsame, das im Internet Gefundene und das Überraschende beheimatet ist. Dieses Setzeske, das sich in Themen- und Motivkomplexen äußert, hat dem produktiven Autor unter anderem die Auszeichnung mit dem Wilhelm-Raabe-Preis, dem Jakob-Wassermann-Literaturpreis und dem Kleist-Preis eingebracht. Die heutige Präsentation, Klaus Kasperger hat es schon erwähnt, ist jene von Clemens Setz letzten Buch, Die Bienen und das Unsichtbare und zudem der Auftakt zu einem Online-Symposium in Literaturhaus Graz, das sich unter dem Titel Glitches, Bots und Strahlenkatzen, Gegenwart bei Clemens J. Setz in den nächsten Tagen mit dessen Werk auseinandersetzen wird. Dieses angesprochene letzte Buch, das im Oktober 2020 erschienen ist, liefert eine erzählte Geschichte der Plansprachen, jener Sprachen also, die wie das Esperanto und Volapük vorsätzlich ausgedacht wurden und mehr oder weniger Verbreitung fanden. Einige blieben wohl nur Experimente, einige wie die ganz eigene Version des Piktisch des österreichischen Dichters H.C. Atmann existierten wohl nur für einen einzigen Menschen. Obwohl es sich bei Die Bienen und das Unsichtbare um ein erzählendes Sachbuch oder um einen entlang von Sprachgeschichten und Biografien von Spracherfindern handelnden, faktenbasierten Roman handelt, ist es ein Buch, das sozusagen unbestimmbar ist nach seinem Genre. Es gibt einen Erzähler, der seine eigenen Empfindungen und Verstimmungen beim Erlernen und Rekonstruieren der Geschichte von Plansprachen miterzählt. An einer Stelle heißt es, tote Plansprachen erlernen, leuchtet mir innere Höhlen aus, die ich kaum kenne. Dieser Erzähler mit seinen inneren Höhlen deckt sich sehr wahrscheinlich mit Clemens J. Setz. Alleine, pardon. Technische Probleme. So. Alleine diese Wahrscheinlichkeit mag genügen, um die Bienen und das Unsichtbare als Literatur auszuweisen. Schließlich ist der Modus der Literatur nicht die Wahrheit, sondern die Wahrscheinlichkeit. Den Leserinnen und Lesern reicht es, darauf zu vertrauen, dass der Informationsgehalt etwa zur It-Cool-Sprache, die sich durch äußerste Kompaktheit auszeichnet und nicht einmal von ihrem Schöpfer John Quijada beherrscht wird, genauso korrekt ist wie jene der wohl einzigen Völkerbrück-Muttersprachlerin Corinne Cohn.
neben den Geschichten wie jener von Charles Bliss, dem Schöpfer von Bliss Symbolics, einer Symbolsprache, die nach seiner Vorstellung für die Fallen totalitärer Rhetorik unempfindlich sein sollte, bietet die Bienen und das Unsichtbare die Suche nach der Inspiration durch Plansprachen für Poetisches. Neben H.C. Artmann sieht Setz beispielsweise auch in Sätzen und Gedichten von Oswald Wiener, Oscar Pasteur, dem Science-Fiction-Autor Philip K. Dick und etwa bei enigmatischen Stellen des Philosophen Jacques Derrida eine ähnliche Magie wie in den Kunstsprachen am Berg. Zauberei und Rettung sind es schließlich, die als Beweggründe für das Erlernen künstlicher Sprachen genannt werden. Guter Gott! Warum könnte ein Mensch dieses vertrackte Intquil überhaupt erlernen wollen, heißt es an einer Stelle. Ganz einfach, um zaubern zu können. Und an einer anderen Stelle mutmaßt der Erzähler, Menschen in Krisenzeiten würden bei Zeiten hoffen, Zitat, durch einen Neustart der Sprache ließe sich auch die Wirklichkeit neu starten in ein glorreiches Zeitalter vor dem Sündenfall. Und sind es nicht diese Elemente, die immer wieder mit Poesie identifiziert werden? Die Suche nach einer neuen Sprache, einer neuen Sichtweise auf die Welt und die Wirklichkeit und die Hoffnung, mit den Worten etwas in der Welt in Bewegung zu bringen. Mit anderen Worten, sich zu retten und zu zaubern. Die Bienen und das Unsichtbare erzählt mehr über künstliche Sprachen, als man als Nicht-Linguist für möglich gehalten hätte. Damit die Abgründe und Freuden der Plansprachen heute Abend auch von wissenschaftlicher Seite untermauert werden, wird zwischen Clemens Setz Lesungsblöcken, Bernhard Tuider, Bibliothekar in der Sammlung für Plansprachen und im Esperanto-Museum der Österreichischen Nationalbibliothek beschäftigt, mit dem Autor ins Gespräch kommen. An dieser Stelle wird Clemens Setz mit einem ersten Leseblock aus Die Bienen und das Unsichtbare beginnen. So, ja, guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich... kann man mich gut hören? Ja? Funktioniert's? Okay, hoffentlich. Ich freue mich sehr, dass ich von meinem Buch noch mal erzählen kann. Es war ja schon eigentlich, es ist schon länger her, dass das erschienen ist. Ungefähr, ich glaube, ein halbes Jahr jetzt. Und beginnen tut das Buch mit einer sehr lang und breit erzählten und beschriebenen Geschichte eines Mannes, den eigentlich... über den es bisher keine Biografie, keine Monographie, gar nichts, nur einige so Essays und Artikel gab. Und es war für mich einer der spannendsten und seltsamsten, tragischsten und literarischsten Figuren, die ich je entdeckt habe. Und das ist der Erfinder Charles Bliss. Er wurde geboren, ich erzähle ein bisschen frei die Geschichte jetzt, weil sie viel zu lang ist im Buch und lese nur ganz kurz was vor zwischendurch. Er wurde geboren 1897 als Karl Blitz in Czernowitz, jüdische Familie. Und er war als Kind schon sehr technisch begabt und auch musikalisch begabt. Als junger Mann kam er nach Wien, die damalige Vielweltenstadt, und war ein Mandolinenvirtuose und begabter Chemiker. Und er fand also Arbeit in einer Firma. Und hat sogar so weit gebracht, dass er mal mit den Philharmonikern, glaube ich, ein Mandolinkonzert spielen durfte. Aber relativ bald wendete sich das Schicksal ein wenig. Begannen die 30er Jahre, das Leben für Juden wurde schwieriger. Nach dem Anschluss wurde er sofort verhaftet. Er hatte einen Kollegen, der ihn angeschwärzt oder irgendwie die SA an den Hals gerufen hat, und er kam, wurde also verhaftet, hier irgendwo kurz festgehalten und dann sofort deportiert nach Dachau. Und er hatte das Glück, seine Frau war nicht Jüdin, und sie schaffte es irgendwie, ihn in Kontakt zu bringen mit Menschen, die ihm unter Anführungszeichen, muss man sagen, helfen konnten, das Land zu verlassen, freizukommen aus dem KZ. Ich mache das Helfen deswegen unter Anführungszeichen ein bisschen, weil es ging um die Enteignung jüdischer Bürger im Gegensatz zu einem Visum. Das war zwar das Retten des Lebens, aber halt mit dem Diebstahl ihres gesamten Eigentums. Das war die Aktion Gildemeester.
Und er hatte das Glück in dem Fall natürlich, das nutzen zu können. Und er kam tatsächlich frei, emigrierte nach England. Das war gerade in der Zeit, wo die Bomben auf England fielen. Und er hieß Blitz mit Nachnamen. Und The Blitz ist der Bombenkrieger. Und jedes Mal, wenn er den Namen sagte, Blitz, zuckten die Menschen irgendwie komisch zurück. So ähnlich wie sie ihn in den 30er Jahren in Wien komisch reinblickten, weil der Name Blitz jüdisch klang. So klang er jetzt nach dem Wort für Bombardement. Und da wuchs wohl in dem jungen Mann, oder nicht mehr ganz so jungen Mann, eine Idee, nämlich, dass etwas mit der Sprache nicht stimmt. Wörter haben zu viel Macht. Er hatte diese Einsicht und er machte auch seine beinahe Mord durch ein mörderisches Regime daran fest. Er sagte sich oder hatte die Idee, dieses grauenvolle, dieser Skandal, dass Hitler an die Macht gekommen ist und woanders auch noch andere Diktatoren wüten, ist der Grund dafür, ist in der Sprache. Und nicht nur in der Art, wie Sprache verwendet wird, das wäre ein Fall eben für eine Propagandakritik, sondern in dem System selbst, nämlich in dem System der Lautsprache, der Stimmsprache. Etwas mit unserem Mund, mit unserem Sprechwerkzeug, irgendwas macht uns da verrückt. Er hatte diese Idee, dass so wie wir Sprache verwenden mit Stimme, macht uns angreifbar und automatisch Komplizen, zu Komplizen des Teufels oder des Bösen. So war seine Idee. Er konnte damit aber noch nicht viel anfangen. Er hatte nur diese Idee, diese Vermutung. Er emigrierte dann bald nach Shanghai. Das war der einzige Zufluchtsort zu dieser Zeit, wo noch Juden hinkonnten. Einer der wenigen Orte, und da in einem Ghetto sah er das Wichtigste, wahrscheinlich hatte er die wichtigste Begegnung seines Lebens, nämlich mit chinesischen Schriftzeichen. Und er sah ein chinesisches Schriftzeichen. Verschiedene Quellen geben verschiedene Zeichen an. In einer Quelle steht, er hätte das Wort für Ausruhen gesehen. Ausruhen ist, glaube ich, ein Mann, also ein stilisierter Mensch neben einem Baum. Und er erfuhr Folgendes, nämlich, dass Menschen aus verschiedenen Provinzen Chinas, zum Beispiel Kantonesisch oder Mandarin sprechen, die können das Zeichen verstehen, aber nicht miteinander sprechen über ihre Lautsprache. Und in dem Moment hatte er die Lösung, in einem Augenblick, so beschreibt er das, die Lösung für die Krankheit der Menschheit. Nämlich, man muss ihr die Stimmsprache entziehen und sie ersetzen durch eine, wie er schreibt, in mönchischem Schweigen ausgetauschten Zeichenschrift, in der so etwas wie Manipulation und Reden halten und Pervertieren von Wörtern, wie zum Beispiel das Wort Jude, das plötzlich etwas Schreckliches bedeutete, oder der Satz Deutschland über alles, das bedeutete vor dem Dritten Reich, bedeutete der Satz, wir stellen die Idee Deutschlands über unsere sozusagen kleinlichen, regionalen, verfeindeten Fürstentümer und so weiter. Das war, und dann bedeutete es plötzlich Deutschland über alles, also was es überhaupt gibt. Deutschland ist wichtiger als Gott und der Anstand und alles, ja. Diese Pervertierung von Sprache, die wird dann nicht mehr möglich sein, wenn es nur noch Zeichen gibt. Zeichen ohne Sprache oder ohne Aussprache, reine Bedeutung. So sah er das. Es ist natürlich nicht korrekt. Eine reine Zeichensprache, eine Sprache aus Schrift, nur Schrift, ist nicht reine Bedeutung. Aber so hat er das empfunden. Ich lese vielleicht zur Illustration ganz kurz was vor und dann erzähle ich, wie es weitergegangen ist mit dem armen Charles Bliss. Und wir werden auch erfahren, warum er arm war. Ich lese das vor, wo er den Satz Deutschland über alles analysiert. Seine Sprache, die ihm vorschwebte, nannte er Semantographie. Später wird er sie Bliss Symbolics nennen.
Und hier ist das aus seinem Buch. Ich lese nur vor, was er schreibt. Wenn man Hitlers Aussagen in Semantographie übersetzt, wird man begreifen, weshalb nicht nur ein Großteil der deutschen Bevölkerung, sondern auch Hitler selbst an sie glaubte. Die relevanten Wörter gehören zu einer Klasse, die in der Semantographie menschliche Wertung genannt wird. Der Leser muss entschuldigen, dass ich ihn direkt mit den Symbolen konfrontiere, dessen genauer Sinn sich erst nach einer genauen Lektüre des gesamten Buches ergeben wird. Dies ist nur ein Einführungskapitel. Die Symbole sind aber leicht erklärt. Das Symbol für Flagge über dem Symbol für Erde gibt uns das Symbol für Staat. Dann fügen wir das landesspezifische Flaggenbild hinzu, in dem Fall die Hakenkreuzfahne. Die Symbole für Über und Unter sind selbsterklärend. Allerdings müssen wir erkennen, dass ihre Bedeutung vage und relativ ist. Alles hängt davon ab, wo man selbst die Grenze, das heißt die Linie, zieht. Wenn man diese Linie zeichnet, muss man auch angeben, in Bezug wozu sie existiert. Über dem Meeresspiegel oder über dem Haus. Das Meer und das Haus sind beides chemische Dinge. Was der Satz genau wird. Dinge aus Molekülen, meint er wohl. Aber wenn wir Wörter aus der Klasse der menschlichen Wertung verwenden, die über jeder Kritik, überhaupt, über dies, wie diese, kann das Ergebnis absolut alles bedeuten. Und ja, also das ist seine Lösung für das böse Potenzial eines solchen Satzes, ist eine Sprache zu erfinden, in der man immer genau sagen muss, Deutschland über, in Bezug auf was? Im Original Englisch, Germany above sea level, above my roof und so weiter. Ja. Und das war für ihn die Lösung, ein bisschen vereinfacht ausgedrückt. Man sollte in der Semantographie nicht mehr lügen können. Er hat ein umfangreiches Werk dann gemacht, ganz allein mit seiner Frau, die ihm geholfen hat. Und niemanden hat das interessiert. Er hat tausende Briefe verschicken lassen, verschiedenste, also an Schulen, an Regierungen. Kein Mensch hat sich interessiert. Witzigerweise nur Bertrand Russell. Der hat ihm mal einen freundlichen Brief zurückgeschrieben, was Bliss vollkommen überwältigt hat. Aber es schlief alles ein und er war doch da irgendwie enttäuscht. Niemand wollte seine Weltformel, seine Lösung, seinen Friedens-Lifehack da übernehmen. Dann starb seine Frau und er war tief desillusioniert. Er ist emigriert dann später nach Australien noch und lebte da als Hausmeister in Vergessenheit und Elend. Und dann vergehen 10 Jahre, also ein Film wäre, käme jetzt Musik, und eine junge Lehrerin in einer kanadischen Schule für Menschen mit Behinderungen, vor allem für Kinder mit Behinderungen in Ontario, ist verzweifelt. Sie ist auf der Suche nach irgendeinem Hilfsmittel, mit dem sie ihre Kinder erreichen kann. Ihre Kinder haben Zerebralparese. Sie können sich nicht bewegen. Seit Geburt ist ihr Körper nicht imstande, gerichtete Bewegungen zu machen. Viele können ihren Stimmapparat nie im Leben verwenden. Manche nur durch mühevolle, jahrzehntelanges Training, wie das Training für einen Konzertpianisten ist. Und die Kinder können passiv Englisch verstehen. Da sie ist sich absolut sicher. Sie sieht es an the twinkle in their eye. Aber sie kann nicht die Kinder dazu bringen, etwas zu sagen. Also jetzt irgendwie einen Verdacht, ob es nicht vielleicht ginge mit Bildern, auf die man deuten kann, oder einfach nur hinrobben in Richtung der Bilder, irgendwie. Und sie ist in der Bibliothek und sie sucht da halt irgendwas, vielleicht gibt es irgendwas, Bilder aus dem Alltag, und ihr fällt ein Buch, ein uraltes, oder nicht uralt, aber ein altes Buch, Semantography, komisch, ne? Und sie blättert es auf und lernt es, schaut es ein bisschen durch, und in dem Moment merkt sie, das ist die Lösung. Zweite Mal in der Geschichte, dass die Lösung für alle Probleme da kommt. Und diesmal funktioniert sie wie Magie. Sie lernt diese Sprache, diese obskure, ihr gar nicht begreifliche Sprache, probiert sie mit den Kindern aus und die Kinder erzählen ihr plötzlich komplexe Sachverhalte aus ihrem Innenleben. Die Rettung der Welt ist geschafft in dem Moment sogar. Punktuell für einige Menschen, für Kinder, die nie gesprochen hätten, die ersten 3, 4 Jahre ihres Lebens. Und Charles Bliss erfährt davon
bekommt Briefe, wird eingeladen. Ist zuerst sehr froh und dann sieht er, wie das unterrichtet wird und ist zutiefst entsetzt und setzt alles daran, dass es unterbunden wird, dass es den Kindern beigebracht wird, sein heiliges, seine reine Erfindung. Denn was haben diese Lehrerinnen da in Ontario gemacht? Sie haben seine heilige Erfindung genommen. Sie haben neue Pronomina dazu erfunden. Sie haben neue Wörter erfunden, ohne ihn zu konsultieren. Und sie haben die Todsünde, dieses System verwendet, um die Kinder schließlich zu Englisch zu bringen, zu einer Verwendung von Englisch, zur Schriftlichkeit, zum Tippen, auf Sprachsynthesizer zum Beispiel. Und er schafft es mit der Unterstützung von Copyright-Anwälten und so weiter. Also er schafft es, dass das 10 Jahre auf Eis liegt. Und schließlich erst am Ende, wo er schon alter Mann ist und kurz vorm Tod, gibt es eine Zahlung von, 180.000 australischen Dollars in seine Tasche, direkt aus der Kasse von den Eltern der Kinder in der Schule. Und dann erlaubt er die Lizenz, dass das weiter unterrichtet werden darf. Aber da ist es schon zu spät. Es gibt dann auch wieder kein so großes Interesse mehr. Es gibt alternative Systeme, Synthesizer vor allem. Und es wird nie wieder unterrichtet. Und dieser merkwürdige, absurde, traurige Feldzug eines verwundeten Menschen gegen die unschuldigsten und schutzlosesten Wesen, die man sich vorstellen kann, Kinder, die sich nicht mal bewegen können, die eigentlich die perfekte Gemeinde gewesen wären. Das fand ich also eine Geschichte, die ich zumindest nicht als Roman erzählen hätte können, weil erstens sich ihre Größe dann mit mir kontaminiert hätte zu sehr. Es wäre irgendwie so ein, also ich hätte es irgendwie entweiht und zum Vehikel gemacht für irgendeine Geschichte. Meine Romane sind viel zu persönlich immer, also das fast immer. Und darum habe ich es als reines, sauber recherchiertes und journalistisches Sachbuch so begonnen. Das ist nicht das ganze Buch so, es gibt dann auch andere so Mischformen, mehr Erzählungen, mehr und so weiter, aber diese Geschichte hatte doch eine besondere Autorität für mich und ich habe sie deswegen an den Anfang gestellt und wollte auch unbedingt, dass man sie als durch die Dokumente sieht, auch dass ich viel Bilder, viel Dokumentarisches, viel Ausschnitte, viel nacherzählte Interviews und so weiter, dass es nicht irgendwie jetzt mich so sehr braucht als den Erzähler. Es gibt zwar Abschweifungen, ich kann das nicht anders, aber ja, das ist die tragische und, wie ich im Buch auch erwähne, irgendwie unverfilmbare Geschichte von Charles Bliss, weil so viel nur im Kopf passiert. Man könnte sie sicher in eine entsetzliche Netflix-Serie verwandeln und alle würden gebannt davor sitzen, aber ich hoffe, das passiert nie und ich möchte das andere auch drüber schreiben, aber hoffentlich nicht so. das war mal die erste Geschichte da und vielleicht können wir uns ein bisschen darüber unterhalten jetzt. Ja, ich habe da gleich eine Frage, weil Charles Bliss kommt immer wieder in dem Buch vor und es wird Bezug auf ihn genommen. Und einmal fällt die Beobachtung, im Reich der Plansprachen gibt es Programmierer und Päpste. Und Charles Bliss ist sozusagen der Prototyp der Päpste, also jemand, der eine Sprache entwickelt, um damit seine fast Ideologie, seinen Glauben durchzusetzen und dann über diese Sprache wacht. Und andere Plansprachen, wahrscheinlich alle bekannteren Plansprachen, seien programmiert, das heißt, die seien prinzipiell offen. Oder habe ich das richtig verstanden? Geht es darum, dass die erweiterbar sind oder war das das Argument dieser Unterscheidung? Ja, also es gibt ja ein Phänomen, dass erfundene Sprachen manchmal eine riesige Gemeinde haben. In einigen wenigen Fällen. Die erfolgreichsten sind wahrscheinlich also in der Rangliste Nummer 1 sicher Esperanto, vielleicht dann
Klingonisch, denke ich, sehr, sehr häufig. Und dann weiß ich auch nicht genau, vielleicht sind es diese Game of Thrones Sprachen, die kurz mal sehr populär waren. Dann weiß man, dann ist schon unklar. Aber und es gibt nur so Mischformen wie der Katharebusa in Griechenland, die für eine erfundene Pseudo-Altgriechisch war, seine antikisierendes, das ist eine, die war auch sehr erfolgreich, ja. Aber viele Sprachen, die genauso gut aussehen am Papier und eigentlich auch mit ähnlichen edlen Projekten der Menschheitsverbrüderung und der besseren Verständigung oder der Feier irgendeiner tollen Sache verbunden sind, die sterben sofort wieder. Oder gehen so in so Graben, in so Binnenkämpfen unter, in so in inneren Konflikten. Und es liegt wirklich sehr häufig an dem Problem, an welcher Figur sie festgenagelt sind. Esperanto ist eine Sprache, die hatte einen Erfinder, dem, glaube ich, nicht viel gelegen war, dass er in die Geschichte eingeht und den Friedensnobelpreis bekommt und dass er gefeiert wird, dass ihm Statuen, also alle diese Dinge, ja. Und er hat sogar einige Mühe darauf verwandt, dass er die Sprache nicht besitzt. Es gab auch so öffentliche Deklarationen in dieser Hinsicht. Er ist zurückgetreten von diesem Ich bin der Papst der Sprache sozusagen. Und in anderen Sprachen, wie Volapük zum Beispiel oder Bliss Symbolics oder auch dem Klingonischen zum Beispiel, ist der Erfinder derjenige, der für sich beansprucht, ich bestimme, was richtig ist. Man muss bei mir nachfragen und man muss, wie im Fall des Klingonischen, bei mir sogar die Lizenz erwerben, wenn man ein Buch darin schreiben will. Mit Geld. Also das ist dieses sich das Festmachen an einer Person. Und der interessanteste Fall ist der mit J.R.R. Tolkien, der Herr der Ringe-Mensch. Der hatte diese elbischen Sprachen, also diese Sindarin und Quenya. Und der hat natürlich eine große Eigenschaft. Er wird auf Knien verehrt von einer großen Menge von Menschen. Es gibt also wenige Schriftsteller, die so wie soll man sagen, völlig schafsherdenhaft verehrt werden wie Tolkien. Also jedes Wort ist heilig und so weiter. Toller Autor, aber ich meine, diese sklavische Unterordnung habe ich selten so gesehen. Ja? Und besonders stark ist sie in diesen Sprachen. Weil es lernt auch niemand dieses Quenya nur, weil er Plansprachen cool findet, sondern weil er der totale mit Haut und Haar in diesem Universum feststeckende Herr der Ringe-Fan ist. Das ist der häufigere Grund, ebenso wie bei Klingonisch ist das der häufigere Grund. Und jetzt stehen die Leute vor einem Problem. Dieser Tolkien hat das nicht zu Ende erfunden. Er hat irgendwie angefangen mit Vokabellisten und Grammatik und dann hat es so irgendwie, schwer zu schätzen, vielleicht so zu 60% beendet das Projekt. Sehr viel Arbeit, ne? Man muss ja viele, viele Wörter erfinden. Und jetzt stehen sie vor einem wirklich lustigen, Monty Python-haften Problem. Sie wollen die Sprache lernen, aber es gibt nicht genug Vokabular und nicht genug Texte und nicht genug sozusagen Masse dafür. Also müssen sie was machen, was jeder Vernünftige, auch andere Menschen machen will, sie müssen selber erfinden und selber erweitern. Aber das ist ihnen zuwider, weil es gegen den Meister Tolkien geht. Und das ist das Problem, weil es eben den Meister gibt. Es gibt diese eine Figur, gegen deren Genie man sich nicht versündigen will, durch die Hybris der eigenen Erfindung. Und genau dem hat zum Beispiel ein echtes Genie auch, der Zamenhof, entgegengewirkt, indem er sich herausgenommen hat. Und wohl auch gesagt hat, glaube ich wirklich explizit, schreibt Poesie, erweitert die Sprache, es ist euer Esperanto und was immer ihr damit macht, bleibt Esperanto, und auch wenn es sich von meinem Vokabular entfernt ein wenig, ist es nicht ein Bruch damit und ist nicht automatisch eine neue Sprache. Es gab natürlich dann trotzdem Abspaltungen wie Ido und so weiter. Das ist egal. Es gibt dann immer auch, meine Menschen sind immer Menschen und machen halt dann ihre eigenen Suppen dann auch daraus oft und haben andere Gründe, sich abzuspalten und so weiter. Aber das,
fand, ist es sehr ein bisschen vereinfacht jetzt alles, aber das finde ich eine ziemlich singuläre Erscheinung in der Welt der erfundenen Sprachen, dass der Erfinder so viel Taktgefühl und Sorgfalt verwandt hat auf sich herausnehmen als Referenzgröße später. Nur so überlebt sie ihn selber. Und bei Tolkien hat die Sprache ihn nicht richtig überlebt. Mit seinem Tod ist sein Gehirn nicht mehr zugänglich. Wir können es nicht anzapfen, wir können ihn nicht fragen, wie er irgendwas gemeint hat und wie er sagen würde für das Wort für Computer in Quenya oder was auch immer. Wir müssen das mühevoll selber bauen und das tut den Fans weh, weil sie eben ihn zu sehr verehren. Sie lieben ihn zu sehr. In vielen meiner Geschichten ist auch oft nicht nur eine Geschichte, nicht nur Geschichten von Überheblichkeit, von Größenwahn, sondern auch, wo jemand etwas zu sehr liebt. Das ist oft die schrecklichsten Sachen im Leben, ja. Entschuldigung für meine langen Antworten. Nein, überhaupt nicht. Das war sehr spannend. Wir haben ja auch einen Esperanto-Spezialisten in unserer Runde, Bernhard Tuida. Was ist das Spezielle an Esperanto? Also erst einmal, wenn es die verbreitetste Plansprache ist, wie viele Menschen sprechen aktiv Esperanto? Welche Verbreitung hat es gefunden? Ich habe gelesen, in China erscheinen Nachrichtensendungen noch nach wie vor auf Esperanto. Was hat das für Konjunkturen genommen und würden Sie zustimmen, dass der Erfolg damit zu tun hat, dass sich der Designer der Sprache sozusagen zurückgenommen hat als Autorität? Hey, guten Abend. Also ich stimme da Clemens jetzt vollkommen zu. Ein wesentlicher Grund für den Erfolg und die rasche Verbreitung des Esperanto war sicherlich, dass Ludwig Sahnenhof die Sprache so konzipiert hat, dass sie weiterentwickelt werden kann von der Sprachgemeinschaft. Er ist davon ausgegangen, dass die Sprachgemeinschaft Esperanto weiterentwickeln wird, was dann auch schon bereits ab dem 19. Jahrhundert geschehen ist. Und darauf gibt es seit dem Ende des 19. Jahrhunderts auch eine kontinuierliche Literaturproduktion in dieser Sprache. Was ist das Spezifische am Esperanto? Ich würde sagen, das Spezifische am Esperanto ist, dass es eine sehr schematische Sprache ist, die dennoch sehr flexibel eingesetzt werden kann, sowohl im Alltag als auch in der Wissenschaft. Und ich denke, das ist der Grund, weshalb sich Esperanto im 19. Jahrhundert schon relativ rasch verbreitet hat und weil es nach wie vor von sehr vielen Menschen gesprochen wird. Von wie vielen Menschen sprechen wir in etwa? Also es gibt keine genaue Zahl darüber, wie viele Personen Esperanto weltweit, wie viele Personen Esperanto weltweit sprechen. Gab es auch für die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, da gab es auch keine Zahlen, da gab es auch nur Schätzungen. Die Schätzungen gehen sehr weit auseinander, zum einen deshalb, weil die Sprache in relativ vielen Ländern gesprochen wird, in den einzelnen Ländern aber nur von relativ wenigen Personen. Und die Schätzungen gehen auch deshalb relativ stark auseinander, weil man in Esperanto relativ rasch innerhalb von wenigen Wochen das Sprachniveau B1 erreichen kann, also selbstständige Sprachverwendung. Nun ist es im Esperanto so wie auch bei anderen Sprachen, Personen beginnen eine Sprache zu lernen, praktizieren dann eine Zeit lang, dann wieder nicht. Es ist die Frage, ob sie sich selbst überhaupt Zusprechern sehen oder nicht. Die Schätzungen, die reichen deshalb von 10.000 bis zu 2 Millionen. Ich denke, die genaue Zahl liegt irgendwo in der Mitte. Mhm. Sie beide, die hier anwesend sind, sprechen Esperanto, oder? Naja, ich habe es so erlernt, dass ich zum Hören ganz einigermaßen kann und dass ich vor allem lesen kann und ein bisschen übersetzen, aber ich habe es nicht so gut erlernt, dass ich fließend sprechen könnte. Aber ich kann irgendwie Gedichte aufsagen auf Esperanto, das ist leichter. Aber nein, also ich bin kein... Ich bin kein, wie man auf Esperanto sagt, Kiel wie Vater Zulu, also der nur sagen kann, wie geht es dir, Kiel wie Vaters. Ein bisschen drüber schon, aber ich würde sagen, ein eterna lernanto, ein ewiger eterna commenzanto, ein ewiger Anfänger, so könnte man es bezeichnen, glaube ich. Ja. Ein ewiger Anfänger, der aber ein sehr versierter Übersetzer ist und deswegen in dem Buch auch Übersetzungen großer Esperanto-Literatur eingefügt hat. Also ja. Kommunikativ vielleicht auf B1-Niveau oder so, aber lesend sehr versiert, nehme ich an.
Ja, das ist halt immer ein bisschen die Hochstapelei, die man sich manchmal erlauben darf. Das ist also diese Ezra Pound-artige, das ist ja dieser Zugang, dass man eine Sprache ein bisschen kann und dann schon daraus übersetzt, mit der Hilfe von Experten. Das klingt total unseriös und ist es auch ein bisschen, aber wenn man es einfach so macht, kommen oft wirklich interessante Effekte heraus. Und solange man dann nicht sich hinstellt und auch irgendwie viel jetzt Prestige für das verlangt, ist es, glaube ich, okay als Spiel oder als eine Art von kulturellem Kennenlernen. Denn das muss man dazu sagen, die Esperanto-Kultur ist tatsächlich eine ziemlich einzigartiges Gebilde. Sie ist eben dezentral, sie ist nicht die Kultur eines Landes. Es gibt zwar den Begriff Esperantujo, das ist halt das Esperanto-Land, das aber nicht real existiert auf der Erde, sondern sich nur bildet, wenn eben Esperanto-Sprecher zusammenstehen und sprechen. Und sie haben eigene Rituale, eigene mal mehr, mal weniger befolgte Termine im Jahr. Wichtigste wahrscheinlich die Konferenz, die großen und so weiter. Und andere und eigene Wörter für Phänomene innerhalb der Community. Sie wird von Familien, die jetzt schon mehrere Generationen in Esperanto leben, als sehr dorfartig und eng vernetzt und klatschsüchtig ein bisschen auch beschrieben. Das ist nicht meine Einschätzung, das haben die mir manchmal so dargestellt. Also es fällt auf, wie jemand sich verhält. Zugleich ist es auch eine wahnsinnig inklusive Community. Also es gibt, ich habe mit dem sehr bedeutenden Übersetzer und Gelehrten István Ertl da gesprochen. Er meinte, es gibt wirklich, also es ist nichts irgendwie, was Esperanto jetzt für ihren Menschen unmöglich macht. Es gibt da politisch das ganze Spektrum und es gibt alle Arten von Menschen einfach. Und es ist nichts irgendwie, wo man sich jetzt mit einem Bekenntnis hineinlegen muss. Obwohl es dann schon weltanschauliche Kämpfe gibt, lustige auch, die habe ich auch ein bisschen beschrieben. Das hat mich auch, das fand ich sehr interessant, dass es eine dezentrale Community gibt. Eine irgendwie so, ich will das Wort nicht zu leichtfertig verwenden, aber so ein per Definition eine Art Diaspora, die halt von vornherein versprengt ist. Nicht aufgrund eines Vertreibungsschicksals, wie jetzt die Roma und Sinti oder die Juden da hat es geschichtliche Gründe, die Diaspora, aber da ist es irgendwie so per Definition erschaffen. Und das hat so merkwürdige Zweischneidigkeit. Einerseits war das manchen unangenehm, diese plötzliche Identität, ich bin also etwas Versprengtes, was soll das? Und die anderen meinten, ja, das ist gut, das kann ich stolz leben und das ergibt Sinn für mich und so. Also, aber das war fast das Interessanteste dran. Und natürlich, dieses Geschenk, ich meine, das ist ja eine hinreißende Entdeckung, die man macht als literaturverrückter Mensch. Es gibt so viel Literatur in Esperanto. Es gibt wirklich wahnsinnig viel Literatur in Esperanto. Weit, weit, weit mehr als in irgendeiner anderen Sprache. Es gibt in vielen Sprachen sehr interessante Literatur. Aber also nichts kommt in die Nähe von der Meisterwerke Dichte und auch der eigenartig auffallenden Dichte an Genies, die es da gibt. Also es scheint auch Menschen anzuziehen, die literarisch begabt sind vielleicht sogar oder die künstlerisch begabt sind. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist mein Eindruck. Vielleicht kann auch Herr Tuida sagen, ob mein Eindruck richtig ist, dass es wirklich besonders viel gute Literatur da gibt. Oder ist es nur amateurhaft frisch verliebter Eindruck vielleicht. Nein, also ich denke, Sie haben da einen ganz korrekten Eindruck und Sie haben da, denke ich, sehr, sehr gut recherchiert für das Buch. Ich finde es sehr informativ, die einzelnen Erzählungen wirklich sehr, sehr spannend auch. Und ich denke, das Buch gibt auch einen sehr, sehr guten Einblick, vor allem in die Esperanto-Literatur, so wie Sie sagen. Es ist ganz einfach die Plansprache, die am weitesten verbreitet ist, die meisten Sprecher hat.
und dementsprechend auch die umfangreichste Literaturproduktion. Dementsprechend gibt es auch schon seit mehr als 100 Jahren eigene Literaturzeitschrift in Esperanto. Die erste Literatura Mondo war sehr bekannt. Der Zwischenkriegszeit ist von 1922 bis 1949 erschienen, noch in der Gegenwart eben Literaturzeitschriften, wo neue Literatur vorgestellt wird. Liegt es unter anderem auch daran, dass das Esperanto eben offen ist, also dass man neue Vokabel generieren kann? Man kann ja einen großen Wert der Literatur auch darin sehen, dass sie eben neue, unverbrauchte Sichtweisen, Vokabeln, Metaphern schafft. Ist das Esperanto eine Sprache, die besonders gut dafür geeignet ist, also zum Beispiel zur Metaphernbildung, zur Versbildung und so weiter? In meinem Eindruck nach ist es für Wortspiele wirklich sehr geeignet. Gerade deshalb, weil es gibt was Lustiges, nämlich ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, war das nicht intendiert, sondern eher gerade das Gegenteil, dass die Wörter eher nicht so aussehen, also ein Wort wie zum Beispiel, ein Beispiel, dass man sieht, was ich meine, jemand wie ich würde bezeichnet werden als ein extermovadulo, glaube ich, also einer, der außerhalb der Bewegung steht. Und Movado ist die Bewegung, so the movement, die Esperanto-Bewegung. Ich bin nicht Teil dieser Bewegung, aber habe Ahnung ein bisschen von der Sprache. Und jetzt kann man das Wort aber auch anders abtrennen, zum Beispiel extermovadulo, nämlich Auslöschung. Und Vadulo heißt, glaube ich, könnte jemand sein, der in Wellen geht oder so, wartet oder weiß nicht genau. Also jemand, der in der Zerstörungswelle. Also dass Wörter doppelten Sinn haben. Es geht in Esperanto sehr viel, sehr stark und sehr auffallend, aber lustigerweise, glaube ich, war es dem Erfinder ein Anliegen, das nicht geschehen zu lassen. Aber ich glaube, es ist unmöglich, wenn man eine Sprache so mathematisch und so logisch baut, dann entstehen immer diese Doppelbedeutungen und das auch zum großen Glück, weil dann gibt es Dichter wie Jorge Camacho, einen, den ich vorstelle, da drin, der ein begnadeter Wortspielkünstler ist, also ein, und der wirklich so einen Spaß hat mit Wortneuschöpfungen, mit seltenen Worten und mit Doppelbedeutungen und mit Reimen und auch fast so wie Raymond Roussel, also wo ein ganzer Satz zweimal fast ganz gleich klingt, nur so ein T und ein D sind auch unterschiedlich und dann trotzdem bedeuten die was völlig anderes und man ist ein bisschen anders gewichtet und betont. Also dafür ist es Esperanto, scheint mir sehr gut geeignet. Es gibt wirklich solche Geeignetheiten von Sprachen, wie das Arabische für den Reim ist sehr gut geeignet, das Französische ist auch für den Reim sehr gut geeignet, erklärt man mir zumindest. Und das Deutsche kann zum Beispiel Komposita, Dinge wie Schmerzzusammenhangsforderungen, ne? Das können wir einfach so rausknallen und wir werden dafür nicht eingesperrt sein. Das gehört selbstverständlich zur Sprache dann immer. Also ja, für Wortspiele ist Esperanto super für jetzt Metaphern, ich glaube, das ist ein bisschen ein komplexeres Ding. Das ist vielleicht was dann schon so simple Dinge transzendiert, wie es gibt es ja in jeder Sprache der Welt Metaphern, glaube ich fast. Also es gibt keine, die das nicht kann. Es gibt aber Sprachen, die erfunden wurden, damit man gerade keine Metaphern machen kann. Bliss Symbolic sollte das sein, ist aber nicht. Man kann wunderbar Metaphern bauen. Also sehr schnell und auch ohne viel Geräusch dabei zu machen. Aber es gibt eine Sprache, die ich auch am Ende kurz vorstelle, Lochban, in dem man wirklich keine Metaphern machen kann, ohne Gott zu erzürnen. Also es funktioniert, aber man entzieht da, glaube ich, auch den Menschen, den Sprechern zu viel Freude, wäre meine Vermutung. Vermutlich. Und das ist ja etwas, was ich mir beim Lesen Ihres Buches immer wieder gedacht habe. Also diese Fiktion, dass man eine Sprache bauen kann, die mathematisch funktioniert, wird immer durchkreuzt werden von den Sprechern. Weil Anlagerungen in der Semantik durch die Verwendung im Leben einfach geschehen. Ne? Also durch unterschiedliche Verwendungen, durch Erfahrungen wird man vermutlich als Mensch, als sich Austauschender immer semantische Verschiebungen haben.
und Konnotationen und so weiter. Ja, Sprache plus Zeit ergibt gigantischen Wortschatz aus Metaphern, das stimmt immer. Also je mehr Zeit vergeht, desto mehr unsichtbare Metaphern, desto mehr unspürbare Metaphern. Ich hätte eine Frage an Herrn Tuida, weil gab es denn in der Entscheidung von Ihnen, dass Sie Esperanto lernen, hat Literatur da irgendwie mit der Zeit eine Rolle gespielt? Oder war das eher kam das eher anders? Also für mich war es wirklich jetzt, das war die Angelschnur, an der ich in diese Welt gezogen wurde. Die Dichtung von William Orr zum Beispiel oder von Marjorie Bolton oder von Spomenka Stimmitz. Das war das, was mich zuerst einfach nur als Faktum fasziniert hat und dann bei der Auseinandersetzung, zuerst liest man Übersetzungen, das so süchtig werden danach. War das bei Ihnen ähnlich? Gab es in der Literatur? Also bei mir war es an sich anders und ich muss sagen, das finde ich auch so spannend, eben, dass die Zugänge zu Plansprachen doch ganz unterschiedlich sein können und die Motive, weshalb man eine Plansprache lernt, weshalb man sich damit auseinandersetzt mit Esperanto, die können eben ganz unterschiedlich sein. Bei mir war es so, ich bin während Recherchearbeiten im Archiv des Völkerbundes in Genf auf Esperanto aufmerksam geworden, weil ich dort Korrespondenten in dieser Sprache gesehen habe. Und ich habe dann eigentlich begonnen, die Sprache zu lernen, weil ich der Meinung war, dass ich innerhalb von 2 bis 3 Monaten sehen werde, dass die Sprache nicht funktioniert. Also ich habe die vorgefasste Meinung gehabt, die Sprache funktioniert nicht, weil ich davor noch nichts gehört habe von dieser Sprache. Aber nach 2, 3 Monaten sieht man dann schon an sich ganz gut, dass die Sprache sehr gut funktioniert und ich habe die Sprache dann weiter gelernt und verwendet und verwende sie schon seit Jahren eigentlich täglich. Und lesen Sie eigentlich auch Romane oder? Ich lese regelmäßig in Esperanto. Interessanterweise, ich lese vor allem wissenschaftliche Artikel. Ich lese gerne Biografien. Zuletzt habe ich einige Artikel gelesen über den Schriftsteller Kalman Kallocsai. Ja, Kallocsai. Über die Biografie von Kallocsai. Ja. Der war eine interessante Figur. Ich habe mal mit dem wunderbaren Wiener Esperantisten Christian Zimper, den Sie wahrscheinlich auch kennen, gesprochen. Und er ist kein großer Kallocsai-Fan. Er mag eher den zweiten, der immer genannt wird, Julio Bagi. Und ich glaube, ich mag den auch lieber. Aber jetzt beim Übersetzen von diesem etwas kühlen, urbanen, so modern dichtenden, ich glaube, er war Chefarzt in Budapest, Kallocsai, habe ich mich dann doch irgendwie hinein hypnotisieren lassen in seine Verse. Und ich hätte wirklich gern eine Übersetzung seiner Gedichte, weil es ja auch irgendwie so, ich meine, es ist so nahe. Es gibt Gedichte über die Donau und so große moderne Weltpanoramen, so auf der Donaubrücke. Und es ist nicht so kulturell jetzt irgendwie fern und ich hätte gerne eine Übersetzung oder einen zweisprachigen Gedichtband oder so auf Deutsch und Esperanto. Es gibt von ihm, glaube ich, nichts übersetzt. Von Bagi gibt es einen Roman ins Deutsche übersetzt von 1903 oder so, 13 oder glaube ich, irgend sowas. Aber Kallocsai, ein spannender, eigenartiger, ich glaube sehr intrigant war der, ist das richtig, dass der so ziemlich so Intrigant, da bin ich mir nicht sicher. Er hatte auf jeden Fall einen großen Einfluss. Einfluss dadurch, dass er Mitherausgeber war von Literatura Mondra Zeitschrift, Redakteur und natürlich auch sehr, sehr viele Artikel für die Zeitschrift redigiert hat. Also ich denke, da hat er einen relativ großen Einfluss. Würden Sie uns ein Gedicht vortragen auf Esperanto, damit wir auch einmal hören, wie das klingt? Ich kann jetzt, da wir gerade von dem Herrn Kallocsai gesprochen haben, kann ja das mal probieren. Ich muss suchen, wo das ist. Ich habe sehr viel so an Beispielliteratur da drin. Genau, da haben wir ihn. Und ich bin ja kein wirklicher Übersetzer. Das heißt, die Übersetzungen gehen dann manchmal irgendwie auf eine interessante Weise schief und ich kommentiere das dann, was sich nicht ausging, wo ich kein Reimwort gefunden habe und so weiter. Und ich wollte auch nicht irgendwie, dass das dann so pseudo-perfekt hineinpatzen, sondern ich werde einfach meinen Fehler am Ende auch erklären und noch einen lustigeren Fehler dann im Anschluss. Also hier ist ein Gedicht von Kallocsai, es heißt Sun Subiru.
Jam igis cupro la tagmesa or, cel horizont la sun adiau luma, ocul gigante granda plor bruluma, rerigardante passas drone for. Cae quasau sang fluinta jus el cor, jen arda rugio sur fenestro doma, moment cae estintigas rug fantoma, cae jen la dom rabite pril tresor. Maluma domo, lumon lamp ne shutas, chul mastro dormas, au eterne mutas, lulin ne vecos la maten radia. Malum, 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 tral domo tuta, rigardas nocton la fenestro muta, cun ros mal seca vitro apatia, du mi revidos vin, o cara mia. Man hört vielleicht auch immer wieder so Wörter, die man intuitiv mit ein bisschen Kenntnis von romanischen Sprachen versteht. O cara mia. Was könnte das heißen? Ja? Meine Übersetzung hier. Sonnenuntergang. Schon wird das Gold des Mittags kupferrot. Am Horizont im Abschiedsglühen verschwindet, die Sonne wie ein Auge Tränen entzündet. Sie schwillt und blickt zurück, bald ist sie tot. Vielleicht trat es als Blut aus Herzen aus, das rote Licht, das in den Fenstern hängt. Ein Augenblick, schon ist das Rot verdrängt und allen Schmucks beraubt steht unser Haus. Ein dunkles Haus, die Lampe wärmt kein Zimmer. Der Hausherr schläft, er schweigt vielleicht für immer. Wird er am hellen Morgen liegen bleiben? So dunkel, dunkel diese Häuserfront. Das stumme Fenster blickt zum Horizont mit rosig feuchten, abgestumpften Scheiben. Wann sehen wir uns wieder, meine Liebe? Und verdammt nochmal, die letzte Zeile reimt sich nicht, weil es geht sich so gut aus, mit gar nicht so viel forcierter Erfindung und Neuformulierung. Es ist wunderbar, als wenn am Reimwort nach Reimwort geschenkt und dann aber am Ende, ich fand nichts, was nicht, man könnte schreiben, oh meine Liebe, wann wirst du mir schreiben? Dann reimt sich das auf Scheiben. Aber das ist dann schon zu weit entfernt. Also habe ich es ungereimt da so gelassen. Aber das ist jetzt zumindest, das ist kein Fehler, also dass man sagen könnte, das ist falsch. Aber es gab in meiner Übersetzung, bei meinen Übersetzungsbemühungen, auch wirklich echte Fehler. Und den allerschönsten Fehler, der manchmal ist ja das Versehen oder das Unwissen ein echter Dichter. Ich lese zuerst das Gedicht, weil es ist von meinem, glaube ich, Lieblingsdichter, so von den Lebenden, Jorge Camacho, ein spanischer Autor, der auch auf Spanisch schreibt, aber ganz viel auf Esperanto. Und hier ist zuerst das Gedicht auf Esperanto und dann in meiner Übersetzung mit dem Fehler. Und wir schauen, jeder, der zuschaut, kann sich überlegen, welches Wort das Falsche ist. Memor fragmentoi. Mi apenau conservas rememoroin de la plei frua infanaggio. Eble jam quin jara duon helan bildon de lernea corto con fratinae iupoi ratsketiloi la pendan siluetan de fera caiut ponto ce la enmarigio del river in la nebulo. Sequa jare sumere donazita cocido provnagetis en plaster lucitelo, subite jen giflosas flave morta, mi enterigis gin en florosa campo solene cae subsune. Poste en nova urbo mi eclogis quar au quin tutan jaroin, svage plenain je memoroi, spertoi cae viveroi, la comens de Prescau Cio. Erinnerungsbruchstücke. Ich habe kaum noch Erinnerungen an meine frühesten Kinderjahre. Vielleicht mit knapp 5 Jahren ein schattenhaftes Bild des Schulhofs mit den schweren Kutten der Schwestern, Rollschuhen, die hängende Silhouette der eisernen Schiffsbrücke im Nebel, dort wo der Fluss ins Meer mündet. Dann später eines Sommers das geschenkte Küken, das einen Probeschwimmgang in einem Spielzeugeimer aus Plastik unternahm
und da trieb es schon gelb und ertrunken dahin. Ich begrub es in einem blühenden Feld, feierlich unter der Sonne. Dann zog ich in eine neue Stadt, in der ich 4 oder 5 ganze Jahre verbrachte, in denen sich Erinnerungen bildeten, Erlebnisse und Schleichkatzen, der Beginn von beinahe allem. Die aufmerksame Zuhörerin oder der Zuhörer wird bemerkt haben, dass hier eine Schleichkatze sich hineingeschlichen hat. Vivero, laut dem Wörterbuch von Lateinisch vivera, die Schleichkatze oder die Zibetkatze. Aber natürlich ist das nicht gemeint. Es ist etwas gemeint, was das Esperanto sehr gut kann, nämlich durch Nachsilben eine genauere Definition oder eine Sinnveränderung zu machen, nämlich la vivo, das Leben, la vivero, der Einzelteil des Lebens, so wie Sablo, Sablero, Sandkorn. Das Vivero ist halt der Lebenseinzelteil, ein Augenblick oder ein Erlebnis. Lebensabschnitt. Lebensabschnitt, ein Bild. Und ich habe das aber einfach ganz stupide nachgeschlagen und fand das eine hinreißende Strophe, wo in einer neuen Stadt, wo sich Erinnerungen bildeten und Erlebnisse und Schleichkatzen. Finde auch heute noch meine fehlerhafte Übersetzung besser als die intendierte vom Autor, obwohl ich sie dann natürlich mit Erklärung auch nachliefere. Eine andere Plansprache, oder man kann es fast gar nicht Plansprache nennen, die mir in Erinnerung geblieben ist in ihrem Buch, ist H.C. Atmans Piktisch. Es ist ja sozusagen eine wirkliche, also es gibt eine Art Piktisch oder es gab eine Art Piktisch, aber was H.C. Atman da gemacht hat, ist ja eine vollkommene Privatsprache, die auch nur in einem Gedicht existiert. Ne? Ja, in 1 oder 2 Gedichten. Er hat eine wirklich eigenartige Sache da gemacht, die auch meines Wissens nie so viel besprochen wird. Es wird immer schön brav abgedruckt, aber dann irgendwie so stehen gelassen und nicht weiter kommentiert. Also es gibt in den Ausgaben, die ich kenne, nicht viel Worte darüber. Man findet die Texte, aber was sie bedeuten, muss man wirklich, wie so ein besessener Philologe, wie so ein Krimi, muss man halt da irgendwie in Archive schauen. Und es gab dereinst schon ein Piktisch, das war die Sprache der Pikten, ein Stamm, wahrscheinlich, den also das Hinterlassen von schriftlichen Quellen, es wurde gerade so verpasst, dass das also möglich war, dass dann irgendwie vielleicht ein Gelehrter da irgendwie viele Dinge aufgeschrieben haben. Und man weiß nicht, was für eine Sprache das gewesen sein kann. Vielleicht war es sowieso nur ein Gemisch von Sprachen. In einigen wenigen Ortsnamen lebt es noch. Und in manchen Beschriftungen auf den Kelten, den piktischen Steinen, das sind so teilweise vorchristliche und teilweise auch nachchristliche Monumente. Und Atman war ein Mensch, der, also ein Dichter, kannte ihn ja als Mensch nicht, aber als Dichter, wie ich ihn zumindest aus Schriften kenne, jemand, der immer aus Gelesenem sich speiste. Das gilt als eine Untugend generell, ab irgendeinem Alter. Ne, also als junger Dichter, als junger Schreiber darf man sich gern so besoffen lesen an, was weiß ich, an diesem Dichter und jenem, und das waren dann die Einflüsse. Und die gescheiten Philologen hinterher sagen dann, ja, das ist dann der Einfluss, da. Und dann war er reif und dann bleibt er so, ja. Atman hat das überhaupt nicht gemacht. Das war vollkommen ein anderer Zugang. Er hat immer irgendwas gelesen und es ließ sich das zu Kopf steigen, wurde richtig high davon und hat das dann reproduziert. Auf Deutsch oder sogar in der Originalsprache. Und hat aber was völlig Eigenes dann immer auch daraus gemacht. Aber diese permeable Haut behielt er, glaube ich, sein ganzes Leben. Was ganz etwas Seltenes ist. Denn es ist riskant. Eine starke Persona zu bilden, eine Stimme zu haben und immer offen zu sein für Einflüsse. Richtig, richtig, also so, dass man
immer wieder neu sich verwandelt. Das gibt es fast nie. Gibt es ein politisch irgendwie schrecklicheres Beispiel, Ezra Pound, den habe ich schon genannt. Der war auch genauso. Er hat immer irgendwas entdeckt und sich in das verwandelt. Immer auch mit Missverständnissen und besessenem Bullytum. Und Artman ist verglichen damit natürlich sehr viel feiner, sehr viel mehr Gentleman, sehr viel mehr Abenteurer, sehr viel wilder auch und poetischer generell, glaube ich. Und er hat dieses Piktische versucht, durch so ein pseudo-altirisch, altwallisisch, so sich nachzubauen. Und er hat es so gemacht, dass er tatsächlich mit der Sprache da immer etwas gemeint hat und auch die Übersetzung teilweise liefert, teilweise auch gar nicht, teilweise falsch übersetzt, auffallend. Und er hat man kann dann teilweise ist ein bisschen schwierig, das zu erklären, man kann teilweise, indem man nachsieht, welche Wörter in Walisischen ähnlich sind, rekonstruieren, was er sagen wollte ungefähr oder was er im Kopf gehabt. Und das sind manchmal total schöne Gedichtzeilen und tolle Bilder, aber er hat die so gründlich verschüttet und versteckt unter seiner erfundenen und von niemandem auf der Erde geteilten Sprache. Niemand konnte das atmen, bitte. Das ging gar nicht, das ist unmöglich. Man muss mit ihm identisch sein. Und das ist nämlich genau die Spiegelgeschichte oder eine Geschwistergeschichte zu einer Erzählung, mit der ich mein Buch beginnen lasse. Also eine Nacherzählung einer Kurzgeschichte von dem italienischen Autor Landolfo Tommasini und dessen Geschichte vor kurzem übrigens verfilmt wurde, ein bisschen mit anderem Plot als Persischstunden, ein deutscher Spielfilm mit Lars Eiding, ich weiß nicht, wie heißt der, Lars Eilinger? Eidinger, ja, keine Ahnung. Und da geht es eben darum, in der Originalgeschichte, ein Mann lernt Persisch von einem Kapitän und beginnt in dieser Sprache zu schreiben und kann da endlich seine Seele ausdrücken und ist so glücklich, dass er diese wunderbare Sprache gelernt hat. Und dann kommt dann Jahre später, als er mal ein persisches Buch lesen will, drauf, das war gar nicht Persisch, das hat nichts mit dem Persisch zu tun. Was war das denn anderes? Was ist das für eine Sprache? Und er findet sie nicht. Es gibt sie nicht. Und der Kapitän will auch nichts mehr davon wissen. Der schreibt ihm nur, dass sie irren sich, ich habe das nie gemacht und ich weiß nicht, was sie wollen von mir. Und der arme Mensch sitzt da, hat eine Sprache im Kopf, in der er endlich seine Seele ausdrücken kann und niemand sonst spricht sie. Seine gemeiner Prank. Und der Artmann hat diesen Prank mit sich selber gespielt. Das ist das Fantastische. Also der war wirklich, das ist ein herrlicher, a beautiful mind, wirklich. Also wer sowas macht, er hat sich selbst weggezaubert in so ein paar so Gedichten. Klar, ich meine, es ist ein bisschen ein nerdiges Thema, nerdig, ja, das ist es schon. Das ist das Kapitel für die Nerds. Aber das wirklich Interessante daran ist ja, dass sowohl H.C. Artmann als auch die Figur in der Kurzgeschichte dann darauf besteht, diese Personalsprache zu drucken. Nicht? Also diverse sind ja gedruckt. Es gibt H.C. Artmanns Verse und es gibt in der Kurzgeschichte den verzweifelten Inhaber eines persönlichen Persisch, in dem er seine Seele ausdrücken kann, der dann an alle möglichen Literaturzeitschriften schreibt, dass sie doch seine Verse abdrucken sollen. Also selbst in diesem ganz privaten, ganz versponnenen und nerdigen gibt es ja das Bedürfnis, ja, wonach eigentlich? Danach die Schönheit zu teilen? Oder? Ja, immer, ja. Das ist wohl, aber bei Artmann, er hatte wahrscheinlich genug andere, also er schrieb ja auch auf Deutsch und manchmal auf Englisch, manchmal auf Altfranzösisch und Wiener Mundart und Provenzalisch und alles. Und da hatte er wohl genug Leser und da konnte er sich so einen Verschwindetrick auch noch erlauben. Also angeblich, ich habe das nur in einem seinem Sammelband entdeckt, dass er hat angeblich gegen Ende seines Lebens mit seiner Tochter das Piktische, er hat geglaubt, es gefunden zu haben, nämlich
das soll in dem Idiom der Kesselflicker, das so, ich glaube, Chelta spricht man das aus, das ist so ein vielleicht so eine Art Rotwelsch-ähnliche Sache, ist also so ein Soziolekt des Irischen, glaube ich, oder Schottisch, weiß, bin mir nicht sicher, irgendein gälische, ein Rotwelsch-ähnliches Ding. Und da hat er gedacht, er hat da wirklich die noch alte fiktische Wörter gefunden. Also es muss ihn wohl sehr beschäftigt haben und vielleicht war es auch, wie ich vermute, eine Zauberhandlung. Ich meine, er war ein Zauberer. Er hat Beschwörungen geschrieben, er hat war, glaube ich, sicher einer der wenigen zauberkundigen Dichter, die das Deutsche je hatte. Und vielleicht dieses Wiederentstehenlassen eines verschwundenen Volks ist vielleicht eine zugleich verrückte und auch vornehme Übung oder ein Projekt, das für das es man braucht, einerseits muss man ein Narr sein, andererseits braucht man so eine große Seele dafür auch. Und ja, vielleicht ist das irgendwie gewesen, so ein. Weil warum denken wir jetzt an diese Pikten? Ne? Mir erinnert das zum Beispiel in einem Interview mit V.S. Naipaul. Der hat ein Buch mal geschrieben als junger Mann, einfach, er brauchte Geld und man hat gesagt, schreib doch ein historisches Buch, da kriegst du Geld von uns für irgendeine Historical Society, irgendwas, über Eldorado. Weil der hat Spanisch studiert, konnte das alte Spanisch recht gut auch und wir geben dir das, also du kannst in die Bibliothek gehen und mach uns dieses Buch dann. Und der junge, brave Naipaul hat sich hingesetzt und hat dieses Buch begonnen. Und dann fand er da in Originalquellen, die er da so gelesen hat, von den spanischen Eroberern, den Mönchen, oder einen Hinweis auf ein Volk, dessen Name ihm überhaupt nichts gesagt hat. Er hat nachgeschaut, irgendwie gibt es das irgendwo. Und nicht ein einziges Nachschlagewerk von der Geschichte Südamerikas über die alten, also die Ureinwohner da, nichts irgendwo, stand nirgends dieser Name. Und jetzt war er da und war der einzige Mensch auf Erden, vermutlich oder ziemlich sicher, der an dieses Volk dachte. Dieser Augenblick kam ihm da offenbar in der Bibliothek mal. Ich bin das einzige Gehirn, das jetzt an diese denkt. Und ich habe auch nur den Namen. Und ohne den Namen haben sie nicht gefehlt. Und sobald es den Namen gibt plötzlich, aber nur den Namen, fehlen sie auf ganz körperliche Weise. Und das ist auch ein bisschen das, was der Derrida immer schreibt. Derrida ist fast unverständlich gemeistert, aber er hat immer jetzt so einen Fetisch mit Präsenz und Abwesenheit. Dass also ein Zeichen verweist auf irgendwas, das ist aber nie so ganz fassbar und sagt immer, ich bin ein Zeichen, ich sitze auf einem riesigen Geheimnis, die Bedeutung und das Ding, auf das ich verweise. Aber irgendwie bin ich nur so ein Abwesenheit. Das ist nicht hier. Ich tue nur so, als wäre ich. Also, und das ist, das ist, wie gesagt, ist ein bisschen so nerdig und theoretisch, aber es ist witzigerweise dann auch so nah verbunden mit wirklich echt Skandalen unseres Lebens, wie das ein Volk ausstirbt, ein ganzes, und nicht mehr zu sehen ist, nur noch in ganz wenigen Dingen. Und das wird ja uns auch passieren, irgendwann. Ob es jetzt als Volk oder als Kontinent oder als was auch immer, oder als gesamte Menschheit. Und das ist das Interessante, dass man an so trockenen, philologischen, linguistischen, versponnenen, poetischen Dingen solche dramatischen Dinge auch immer sieht. Sie sind getränkt von sowas. Sie sind nicht ein Glasperlenspiel. Und die Beschäftigung mit sogenannten nerdigen Themen, wie es zum Beispiel Klingonisch oder Plansprachen sind, es wird immer schnell gesagt, dass das eben was ist für die Asperger-Leute, also ich bin aus dieser Tribe ein bisschen, ja, die so nicht wirklich ins Leben gehen, wo können oder wollen, die irgendwie sozial leicht behindert sind,
die nicht, wie es mir zum Beispiel schwerfällt, Augenkontakt halten und so weiter, und die Schwierigkeiten haben im sozialen Dekodieren, die sollen sich dann damit, und die sind dann auch so in seiner ewigen Adoleszenz. Und gerade das ist kompletter Unsinn. Wir sind genauso, wir diese Nerds, die sich mit dem befassen, mit so Atman-Piktisch, sind genauso hautnah am Mysterium und an den grausamen Realitäten der Politik und der Entrechtung, der Demütigung. Also das ist immer da. Und es ist witzig, dass das so selten gesehen wird, weil es nämlich einer der Königswege ist zu dem. Selbst so jemand wie Derrida, den kein Mensch lesen kann, er hat viel zu kompliziert geschrieben, ist viel zu schlecht übersetzt ins Deutsche auch noch. Selbst der ist manchmal ganz nah an diesem Zeug dran. Und das war mir ein aktivistisches Anliegen in meinem Buch, fast schon, dass ich mal hinweise auf die eigentliche, sehr wohl Eingeweihtheit in die saftige Dramatik des Lebens, in diesen sehr, sehr abgehobenen, kindischen, nerdig, spielerischen Sachen. Ja. Entschuldigung, dass ich da jetzt zu predigen beginne. Das war ja eine Frage. Ne? Auf die Zeit schaue ich für uns sozusagen und Sie können vor sich hin predigen. Das heißt, hinter den flottierenden Bedeutungen, die vom Zeichen weggeschoben werden, lauert immer der Tod. Ne? Das ist ja bei Derrida auch so angelegt. Also man versteht das so schwer, was er meint. Ne? Er sagt, das Zeichen ist eine schweigende Pyramide und so. Und die Sätze sind einfach als Poesie auch cool. So wie zum Beispiel ein Satz, Sokrates als Musikinstrument fotografieren. Steht in irgendeinem Buch von ihm. Ist doch ein geiler Satz. Weiß nicht, was er meint, aber es klingt cool. Und ich mag auch manchmal Sätze, die einfach irgendwas tun. Einfach so verrückte Salamander sind, die einfach sich so binden und irgendwas tun. Das muss gar nicht immer ein Wort, also das muss nicht so in vernehmlicher Alltagslogik zu mir sprechen immer. Und mir selber ist es nicht gegeben, in Nonsens zu dichten. Aber ich habe in meinem Buch auch eine recht umfangreiche so Betrachtung von Nonsens, Nonsenssprache oder Gramelow und so weiter, Pseudosprachen auch drin und eine Liebeserklärung ein bisschen auch an dieses Ausdrucksfeld, zu dem ein bisschen auch das Atman-Piktische gehört. Oder auch ein anderer großer Autor, deutscher Autor, aber auch nicht nur deutscher Autor, der Oskar Pastior, der zwar noch posthum das politisch dubios sein nachgeliefert bekam, oder jetzt, also er nach seinem Tod kamen allerhand Enthüllungen über seine Verbindungen zur Securitate und so weiter. Das ist, macht die Figur, den Menschen etwas komplexer und interessanter. Aber seine Dichtungen sind, glaube ich, eine der wunderschönsten Glücksfälle überhaupt, dass das jemand sich, ich denke immer, wenn ich Pastor lese, denke ich immer, es ist so freundlich, dass jemand sich die Mühe gemacht hat, das zu machen. Das ist so schön, das ist so nett. Das denke ich nicht immer, also ich denke nicht immer, es ist freundlich. Aber da denke ich immer, und er hatte auch so ein erfundenes Idiom, so das nennt er das Krimgotische. Schon schwer zu sagen, was das genau ist. Es ist so ein Mischdeutsch zwischen so rumänischen Insel, Sprachinseldeutsch und irgendwie ganz verwortakligen, so Finnegans Wake, Portmanteau-Wörtern und so, aber unmittelbar zu Herzen gehend wie ein Bob Dylan-Song teilweise. Überhaupt nicht irgendwie jetzt so Finnegans Wake-mäßig, so, wo man das so dekodieren muss, sondern man spricht das einfach und es ist wild und geil und witzig und irre und man lacht darüber. Und das ist die unglaubliche Kunst von solchen Sprachen, die Nonsens sind, die nicht eine, also jetzt wie Esperanto, eine Grammatik mit klaren Wörterbüchern hinter sich haben und eigentlich genauso gesprochen werden können. Diese Sachen wie Krimgotische und das Atman-Piktisch kann nicht erlernt werden. Es kann nicht gemacht werden von jemandem. Das wäre, glaube ich, ist nicht angelegt im System da. Aber es kann witzigerweise unendlich genossen werden. Und das finde ich auch irgendwie sehr ein schönes Ding, einfach ein schönes Gebilde, und wünschte, es gäbe mehr davon, aber das Talent dafür ist wirklich sehr rar verteilt. Es gibt pro Generation einen oder gar keinen oder vielleicht halben oder so, ja, weiß nicht.
Es gibt so wenig Nonsensichter. Apropos ja. Genuss und Genuss, der auch in Ihrem Buch uns vermittelt wird. Herr Tulder, was war Ihre Entdeckung? Sie sind jemand, der sich beruflich mit Plansprachen beschäftigt. Was war Ihre Entdeckung in die Bienen und das Unsichtbare? Meine Entdeckung, also an sich vom Grimm-Optischen habe ich davor noch nicht gehört. Das fand ich ganz interessant. Mir besonders gut gefallen in dem Buch an sich diese Verbindung von Biografien und Sprachen und diese verschiedenen Plansprachen alle in einem Band sozusagen, ja, wie kann man sagen, vereint zu sehen, die doch untereinander unterschiedlich sind. Ja, darf ich fragen, haben Sie eigentlich so ein Wollapück und so auch mal gelernt? Also vielleicht es ist ja nicht nur Esperanto-Museum, sondern auch Plansprachen. Also. Wohlerbück habe ich nur einen Blitzkurs besucht in San Diego einmal. Der war in Esperanto ein Kurs zu Wohlerbück, aber da habe ich an sich nicht so viel mitgenommen und in Klingonisch habe ich zwei Blitzkurse besucht. Klingonisch, also, ja, das war mir, das ist eines, wo ich wirklich gescheitert bin. Das war mir zu schwer. Ich bin auch kein großer Star Trek-Fan, aber das muss man ja auch nicht sein. Aber das war mir wirklich zu. Ich weiß nicht, ich hatte da kein Ohr dafür irgendwie. Also ich mag ja komplizierte Sprachen. Ich habe zum Beispiel Irisch gelernt mal jahrelang. Das ist ja auch eine Sprache, die nur aus Ausnahmen besteht eigentlich. Da muss man auch alles irgendwie mühevoll und das erklärt einem auch niemand so richtig, diese alten Formen. Aber ja, witzigerweise Klingonisch, das ging einfach nicht. Und ich hätte es aber gern besser gelernt noch. Also irgendwie zumindest, dass ich ein paar Zeilen flüssig lesen könnte. Aber so habe ich es einfach nur so Wort für Wort und nachgeschlagen. Aber ja, da bin ich komplett gescheitert. Also ich kenne einen Menschen, der es wirklich sprechen kann. Oder was so ist tut. Denn die Geschichte von Klingonisch? Sie haben es jetzt einige Male erwähnt, dass das so eine Art Lizenz ist von dem Erfinder und dass man dafür zahlen muss, wenn man ein Buch in der Sprache veröffentlicht und so. Ist das als eine Art Fan-Fiction entstanden? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja. Star Trek ist ja, also ich meine, ich mag Star Trek eigentlich ganz gern. Ich habe sogar ein Star Trek T-Shirt an, merke ich. Es gibt da die Klingonen darin. Das ist ein Volk von so klischeehaft, altertümlich, wikingerhaft männlichen Kriegern mit so rauen Sitten und ein Klingone darf nie weinen und so weiter. Ja, das ist also sehr hart und so ein bisschen eine Parodie auf so harte, männliche, militärische Kampfbevölkerung. Und die am Anfang haben die in den Filmen nur so so fauchlautreiche Pseudosprache von sich gegeben, also nur irgend sowas. Und dann wurde Mark Ockrent damit beauftragt, das auszubauen und eine wirkliche Sprache zu erfinden. Und er hatte offenbar so viel Spaß daran, dass er das wirklich vollständig gemacht hat. Und man kann das also sehr gut erlernen. Und es ist sehr, es ist wirklich getränkt von den literarischen Figuren oder von den Filmfiguren. Also auch die Logik ist immer augenzwinkernd ein bisschen. Es gibt dann auch die bestimmte Neologismen im, sind immer so im Stil dieses Weltbilds dort. Und ich glaube, das zeigt auch, wenn einem das so auffällt, als so augenzwinkerndes Projekt, dann sieht man vielleicht auch, wie getränkt die eigene Sprache in auf gleiche Weise ist. Nämlich also, dass auch Weltbilder hinter Wörtern stecken. Und ich meine, so die ganze postkoloniale Theorie ist ja zum Beispiel auf sowas, ne? Also dass Wörter Menschen ausgrenzen oder auch die Gender Studies und so weiter sind ja sicher daran vielleicht nicht ausschließlich, aber sehr viel also sprachlich ist ich kann nicht sprechen gerade. Aber die Konzentration ist auf Sprache sehr viel, auf wie Menschen über andere sprechen, wie sie sich beschreiben, welche binären Kategorien sie verwenden und so weiter. Das ist ja ein politisch oder nicht, Zeit,
zeitpolitisches ewiges Streitgespräch im Augenblick unter vielen Leuten. Und ja, das zeigt vielleicht so ein Klingonisch ganz gut, weil man da sieht man halt dann, es gibt kein Wort für Weinen, es gibt aber ein Wort für Wasser, das aus den Augen kommt, aber das bedeutet dann irgendwie so Stirnschweiß, der weiterrinnt. Also, und dann, da sieht man dann so, dass Wörter, die nicht unschuldig sind. Wörter sind nicht unschuldig, sie kommen aus einem Geiste, fast immer. Auch nur so unschuldige Wörter wie das da oder sie formatieren unsere Wort Welt. Ja, genau. Die Perspektivierung der Sprachen ist unvermeidlich. Vielleicht nicht vollständig, aber sie ist sehr, sehr stark da. Und natürlich, man kann auch einfach, glaube ich, die Verwandlungslust von Menschen ist einfach so groß, dass es, finde ich, auch wirklich also eine Befreiung ist oder eine willkommene Sache, dass man sich in Klingonen verwandeln kann, buchstäblich. Man sieht die im Fernsehen, möchte das einfach mal sein, möchte sie verkleiden als die, zu einer Convention gehen und man möchte so sprechen wie die. Ich finde das also eine vollkommen nachvollziehbare und irgendwie auch gesunde Sache. Unsere Zeit, unsere Gegenwart, glaube ich, ist zumindest in den westlichen Ländern bei erwachsenen Menschen ein bisschen abgeneigt, dass die sich allzu sehr verkleiden. Wenn man Goethes Autobiografie liest, Dichtung und Wahrheit, merkt man, dass der alte Mann sich die ganze Zeit verkleidet hat. Der hat immer einen Vorwand, dass man sich verkleidet, dann geht man zu dem, dann erkennt er jemanden nicht, dann geht man zur Gräfin so und so und hat eine Verkleidung an. Ne, damals, der war die ganze Zeit, wollte er sich verkleiden. Und ich glaube, die Kinder dürfen das und dann sagen, ah, heute bist du eine Katze, heute hast du das. Und dann, wenn man irgendwie alt genug ist, soll man das nicht mehr. Ich glaube, das ist sehr ungesund. Ich glaube, dass Menschen ist die Verwandlung oder das sich verwandeln wollen, ziemlich tief eingeschrieben. Auch der Canetti schreibt ja ganz, ganz viel über die Verwandlung. Ein zentraler Begriff in Masse und Macht auch. Und ich glaube, es ist etwas Gesundes. Ich glaube, so Leute wie Furries oder eben so Cosplay-Kids leben nur eine völlig natürliche und ganz normale Sache aus, die aber aus irgendeinem komischen historischen Grund als unernst und als schädlich, oder auch immer nicht schädlich, aber als halt, man tut das nicht die meiste Zeit, wenn man erwachsen ist, nur zu Hause, nur geheim. Aber ja, so Esperanto finde ich, Esperanto sage ich, da auch, aber da muss man sich nicht verkleiden und nicht anders, nicht ganz schrill anders denken. Aber bei Klingonisch, da darf man das und sollte mehr solche Sprachen geben, glaube ich. Herr Tulda, unsere Zeit ist schon recht fortgeschritten, aber Sie haben ja erwähnt, dass Sie zwei Blitzkurse im Klingonisch gemacht haben. Könnten Sie das Publikum, das uns wahrscheinlich zuseht, wir sehen das Publikum ja nicht, auf Klingonisch verabschieden? Also, wenn man sich verabschiedet in Klingonisch, dann sagt man Kapla. Also ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Klingonischkurse sind bei mir auch schon länger her, waren auch wirklich nur sehr kurz. Ja, also die Aussprache ist im Klingonischen auf jeden Fall eine Herausforderung, weil Mark Okrand die Sprache bewusst so geschaffen hat, dass möglichst viele Laute im Rachen artikuliert werden, dass sie möglichst exotisch klingt, die Sprache im Vergleich jetzt zum Englischen. Ja, sie sollte hart und kriegerisch klingen, vom Englischen aus gesehen. Ja. Also Deutsch vermutlich. Ja, Klischee, welche Klischees würden da bemüht werden? Russisch, Arabisch, Deutsch oder ja. So. Ja. Also so historische Gegner oder gegenwärtige Gegner. Ja. Und Fauchlaute, gutturale Kehllaute und ja. So. Endlose Kompositor. Kann das Klingonische, so, ich weiß gar nicht, kann das riesige Kompositor vielleicht schon? Das war meine Vermutung. Herr Setz, ich danke Ihnen sehr für das Predigen, wie Sie gesagt haben, über Plansprachen aller verschiedenen Couleur und für Ihr faszinierendes Buch. Wie viele Jahre, als ganz letzte Frage, haben Sie sich mit Plansprachen befasst? Also das Buch hat 6 Jahre gedauert, aber davor schon so ein bisschen noch, also vielleicht beschäftigen tue ich mich so vielleicht 7 oder 8 damit. Aber ja, gedauert hat das alles zusammentragen und Leute treffen und lesen und Romane lesen lernen, übersetzen, das so insgesamt 6 Jahre. Und es war auch nicht, also ich meine, ich musste es nebenher irgendwie machen, auch neben anderen Sachen. Also es war jetzt nicht
ganzen Tag nur das, also neben wann halt Zeit bleibt. Und, wenn man die Forschungszeit mit einberechnet, dann ist es wahrscheinlich die unterhaltsamste Habilitation über Plansprachen, die man lesen kann und kaufen kann. Ja. Herrn Tuida danke ich sehr für seine Ausführungen zum Esperanto und für seine Klingonisch-Kenntnisse. Und die Veranstaltungsreihe zu Clemens Setz geht, wie Herr Kastberger schon gesagt hat, morgen weiter mit dem Symposium Clemens Setz und die Gegenwart. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Dankeschön.